Schon lange gibt es in der Schweiz Staatshilfevereinigungen, die recht aktiv sind. Exit, Dignitas, Dignitas behandeln auch deutsche Staatsbürger. Sie haben sich dann vor etwa 10, 15 Jahren auch auf deutschem Territorium Staatshilfevereine gegründet. Erstmal Dignitas Deutschland, Staatshilfe Deutschland, kam dann danach. Und diese Vereinigungen haben sehr viel Wind gemacht, sind sehr teilweise aggressiv aufgetreten, insbesondere Staatshilfe Deutschland ist vielleicht zu stark in den Medien gewesen. Dazu kommen einzelne Sterbehelfer, die in Deutschland im Umkreiszentrum Sterbehilfe geleistet haben, etwa auch in meiner Heimatstadt in Würzburg. Solche Geschehnisse, ich war dann immer groß in der Presse mit Pro und Contra, mit der erbitterten Diskussion. Und dieses große Medienecho hat dann dazu geführt, dass der Gesetzgeber relativ früh der Ansicht war, etwas tun zu müssen. Es gab zahlreiche Vorschläge und durchgesetzt hat sich jetzt ein relativ problematischer Vorschlag, den ich vorstellen möchte. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen sind nicht mein Thema, aber die gehören ein bisschen dazu. Ganz kurz also, das Recht auf Selbstbestimmung im Sterben ist auch nach der neuen Rechtslage anerkannt, ist auch im neuen Gesetzesbegründung mehrfach genannt. Es gibt allerdings keinen Anspruch auf Sterbehilfe durch andere. Ohne aber gibt es einen Anspruch darauf, dass der Einzelne in seinen Rechten durch den Staat nicht unverhältnismäßig bedrängt wird. Ja, das ist schon die erste Frage. Kein Anspruch auf Hilfeleistung durch andere. Ja. Anspruch ist ja irgendwie ein Zwang, sage ich mal, gegenüber einem anderen, dass der mir hilft. Aber wenn jemand das freiwillig macht, dann ist es anders. Wenn jemand das freiwillig macht, ist es anders. Genau, das ist kein Anspruch. Ich spreche hier nur von einem Anspruch. Es gibt keinen Anspruch auf Sterbehilfe. Wenn ich den Anspruch an Sie stellen würde, leisten Sie mir Sterbehilfe, dürfen Sie Nein sagen. Ja, das ist damit gemeint. Es gibt keinen Anspruch und auch keinen Anspruch gegen den Staat auf Leistung von Sterbehilfe. Wohl aber hat man ein Recht darauf, selber über das eigene Sterben zu bestimmen. Und es kommt noch hinzu, der Staat darf dieses Recht über das Sterben frei zu bestimmen nicht unverhältnismäßig einschränken. Das ist eine kurze Zusammenfassung einer komplizierten Lage. Vielleicht zu viele Fragen zwischendrin sind nicht gut, weil dann mir die Frau Neumann nach ungefähr 30% meines Vortrags mit das Wort entziehen muss. Ja, ich habe nur noch eine Stunde für einen langen Vortrag. Wir können nachher noch in der Diskussion vieles behandeln. Dieser neue Tatbestand lautet wie folgt. Absatz 1. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und dann kommt ein relativ komplizierter Absatz 2, den ich erstmal unberücksichtigt lassen möchte. Das ist eine ganz normale Gesetzesformulierung, so wie man sie sonst auch findet. Juristen ist klar, was hier gesagt ist, nicht Juristen ist es überhaupt nicht klar. Studenten brauchen so 2 bis 3 Jahre, bis sie lernen, mit solchen Straftatbeständen sinnvoll umzugehen. Also erste Verständnisprobleme ihrerseits sind völlig unproblematisch. Wichtig ist, dass wenn man immer dran denkt, im Strafrecht wird nicht unter die Gesetzesüberschrift subsumiert. Also die Strafbarkeit von Handlungen bestimmt sich nicht dann noch, ob etwas gewerbsmäßige Forderung von Selbsttötung ist oder Förderung von Selbsttötung ist, sondern strafbar ist nur das, was unter dem Wortlaut des Absatz 1 fällt. Es wird unter dem Absatz 1 subsumiert. Deswegen ist es sinnvoll, diesen Absatz 1 ein bisschen auseinanderzunehmen, etwas ins Klare zu stellen. Man unterscheidet einen objektiven Tatbestand, einen subjektiven Tatbestand, die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Ist irgendein Jurist unter Ihnen? Nein, das dachte ich mir. Deswegen ganz kurz zur Erläuterung. Der objektive Tatbestand bei jedem Mord, Totschlag, Beleidigung, Raub und so weiter. Der objektive Tatbestand umschreibt das, was faktisch passiert. Was faktisch passiert, also da nimmt jemand eine Sache weg, jemand beleidigt einen anderen, jemand tötet einen anderen, jemand betrügt einen anderen und so weiter. Das ist der objektive Tatbestand, das, was objektiv passiert. Dann kommt der subjektive Tatbestand. Der subjektive Tatbestand spiegelt sozusagen das Geschehen im Kopf des Täters. Der Täter muss wissen, was er tut. Wenn man eine Sache wegnimmt, ohne zu wissen, dass man eine fremde Sache wegnimmt, ist es kein Diebstahl. Ja, man muss subjektiv auch Vorsatz haben. Im subjektiven Tatbestand befindet sich der Vorsatz. Die Rechtswidrigkeit, die behandelt die Frage, ob es ausnahmsweise Gründe gibt, eine tatbestandsmäßige Tat nicht zu bestrafen. Da gehört zum Beispiel mehr die Notwehr oder der Notstand oder die Einwilligung. Die werden unter der Rubrik Rechtswidrigkeit geprüft. Und bei der Schuld wird gefragt, ob der Täter persönlich schuldhaft gehandelt hat, ob man dem persönlich einen Vorwurf machen kann. Wenn etwa der vierjährige Willi im Kaufhaus ein Dreirad mitnimmt und es voller Stolz und Triumph seiner dreijährigen Freundin Susi präsentiert, ist das objektiv tatbestandlich ein Diebstahl.
Das ist auch subjektiv nachgestellt. Ich bin Diebstahl, weil das Kind wusste, was es tat. Die Handlung ist natürlich auch rechtswidrig. Man darf keine Dreiräder wegnehmen, aber es fehlt an der Schuld. Ja, Vierjährige sind nicht schuldfähig. So funktioniert das. Und Vierjährige sind nicht schuldfähig, Betrunkene sind nicht schuldfähig, unter Drogen stehende sind nicht schuldfähig und so weiter. Das ist also gemeint mit dieser Struktur objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Das muss man wissen. Wenn man sich über den Tatbestand klug unterhalten will, sollte man diese Struktur ungefähr verstehen. Zum objektiven Tatbestand des 217 gehört Folgendes. Man muss einem anderen eine Gelegenheit, also eine Chance oder die Möglichkeit zur Selbsttötung gewähren, verschaffen oder vermitteln. Ja, man gewährt einem anderen eine Gelegenheit, wenn man eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, die man schon hat, dem anderen übergibt. Man verschafft sie ihm, wenn man eine Gelegenheit, die man nicht selbst hat, die man aber sich besorgt und dem anderen überreicht, dann verschafft man es. Und vermitteln heißt, man stellt den Kontakt her. Also wenn Sie etwa an das Geben von starken Medikamenten denken, man gewährt die, wenn man sie selber schon hat und dem anderen gibt, man verschafft sie, wenn man sie irgendwie bestellt und sich verschafft und dem anderen dann gibt, dann verschafft man sie dem anderen und man vermittelt sie, wenn man sicherstellt, dass die vom Ort X an den betroffenen Patienten geschickt wird. Das heißt vermitteln. Wählen, verschaffen oder vermitteln einer Gelegenheit. Das ist das erste Element, das man kennen muss zur Selbsttötung. Das ist nicht irgendeine Gelegenheit, sondern eine Gelegenheit zur Selbsttötung, zum Beispiel durch Medikamente oder durch beliebige andere Möglichkeiten der Selbsttötung. Und das muss geschäftsmäßig passieren. Geschäftsmäßig, ein etwas unbestimmtes Wort. Geschäftsmäßig heißt so viel wie regelmäßig auf Wiederholung angelegt. Wenn man etwas öfter tut, dann tut man das geschäftsmäßig. Ja, Ärzte handeln geschäftsmäßig, Kriminelle können geschäftsmäßig handeln, Professoren halten geschäftsmäßig Vorlesungen, Priester halten geschäftsmäßig Predigten und so weiter. Alles, was man beruflich öfter tut, tut man geschäftsmäßig. Ja. Das ist der objektive Tatbestand. Dann kommt der subjektive Tatbestand. Es kommen gleich noch Beispiele. Jetzt geht es erstmal nur so um den ersten Überblick. Im subjektiven Tatbestand, also auf der Seite des Vorsatzes, verlangt das Gesetz, dass der Täter die Absicht hat, die potenziell zum Tode führende Handlung eines anderen zu fördern. Also zum Beispiel das Einnehmen von Medikamenten tödlich wird. Das muss der Täter fördern wollen, irgendwie unterstützen wollen. Das muss er absichtlich handeln. Und in Bezug auf die Selbsttötung selber braucht er keine Absicht, sondern mir reicht einfacher Vorsatz aus. Er muss wissen, dass der andere sich damit töten können sollte. Das ist jetzt schon wieder ganz kompliziert. Und wenn Sie keine Juristen sind, wenn Sie das nicht verstehen, dass Sie den Unterschied nicht kennen zwischen Absicht und einfachem Vorsatz. Vorsatz, hatte ich Ihnen gesagt, ist sozusagen das subjektive Sichverhalten des Täters zur Tat. Jemand will etwas verwirklichen, man will einen Totschlag begehen, man will einen Raub begehen, man will einen Diebstahl begehen. Das heißt Vorsatz. Und dieser Vorsatz fächert sich auf in drei verschiedene Formen von Vorsatz. Absicht, dann man will unbedingt die Tat, man will sie unbedingt, es kommt darauf an, die Tat zu begehen. Wissentlichkeit, man weiß sicher, dass man die Tat begehen will, will sie aber nicht unbedingt verwirklichen. Und einfacher Vorsatz oder Dolus Eventualis bedeutet, man rechnet mit der Möglichkeit, dass eine solche Schaden entsteht, nimmt das billigend in Kauf. Beispiel auch hierzu, ein Student fühlt sich gelangweilt von dem überdrecklich abstrakten Reden seines Strafrechtsprofessors und er beschließt, ihn im Winter zu töten, indem er durch eine Scheibe in den hell erleuchteten Hörsaal hineinschießt und den guten Mann tötet. Ja, und so kommt es, er schießt durch die Scheibe und trifft ihn von mir aus an der Schulter oder von mir aus tötet ihn auch. Was ist jetzt passiert? Wir haben einen vollendeten Totschlag. Der objektive Tatbestand eines Totschlags wäre erfüllt, ein Mensch ist tot. Subjektiv liegt Vorsatz vor. Und jetzt kann man unterscheiden, in Bezug auf die Tötung des Professors hat der Täter absichtlich gehandelt. Es kam ihm gerade darauf an, den Tod herbeizuführen. In Bezug auf die Scheibe, die er durchschossen hat, liegt eine Sachbeschädigung vor. In Bezug auf diese Scheibe, die er zerschossen und zerstört hat, liegt Wissentlichkeit vor, nicht Absicht. Er hatte nicht, es war nicht sein Bestreben, die Scheibe zu zerstören, die Scheibe war ihm völlig egal. Er wusste aber sicher, wenn er durch die Scheibe schießt, die Scheibe weg. Also Sicherheit der Zerstörung der Sache. Das heißt Wissentlichkeit. Und in Bezug, sagen wir mal, die Scheibe, die Scherben fallen ab, zerstören unten ein Blumenbeet. Oder die Scherben fallen ab und zerstören unten den Porsche des Professors, den er dort gebracht hat. Sachbeschädigung, ja, der Lack wird zerkratzen. In Bezug auf diesen Lack liegt der Lackschläge liegt Dolus Eventualis vor, einfacher Vorsatz. Ja, der Täter rechnet mit der Möglichkeit und nimmt das billigend in Kauf. So kann man sich diese. Ja, eine halbe Stunde, muss ich sagen. Ja,
Das sind die drei Formen von Vorsatz. Man muss das ein bisschen verstehen, um den Tatbestand verstehen zu können. Der Gesetzgeber fordert in Bezug auf die Unterstützung der zum Tode führenden Handlung Absicht. Der Täter muss also die potenziell zum Tode führende Handlung absichtlich unterstützen. Der Will fördert. In Bezug auf die Selbsttötung selber soll einfacher Vorsatz, also Todeskampfer, alles ausreichen. Warum ist das eingeführt worden? Um sicherzustellen, dass sich ein Sterbehelfer nicht mit dem Argument herausreden kann, ich habe zwar absichtlich die tödliche Medikation gegeben, aber den Tod wollte ich nicht absichtlich. Dass er sich tötet, damit habe ich zwar gerechnet, aber es war nicht meine Absicht, dass der sich suizidiert. Um dieses Argument auszuschließen, wird in Bezug auf die Selbsttötung einfacher Vorsatz als ausreichend erachtet. Also der Täter gibt absichtlich irgendein Mittel und nimmt dabei billigend in Kauf, dass der andere sich damit suizidiert. Das ist damit gemeint. Das ist schwierig, ja, das gebe ich zu. Das wird man normalerweise in zwei Stunden in der Vorlesung erklären können, aber da Sie alle interessiert sind, ja, und offen sind und auch einmal sehr aufmerksam gucken, nehme ich an, dass es zumindest grundsätzlich klar geworden ist. Ja gut, und dann kommt, wie immer, bei Straftatbeständen die nächste Prüfungsstufe der Rechtswidrigkeit dazu. Notwehr, Notstand, Einwilligung, bindender Befehl und so weiter. Hier im Medizinstrafrecht spielt eigentlich in der Regel nur die Einwilligung eine Rolle. Dazu komme ich später noch, ob Ihre Einwilligung nicht mal ist und die Schuld würde darin bestehen, dass der Täter ohne geistige Störung dem anderen das Mittel gibt. Ja, der Täter ist nicht, steht nicht unter Drogen, ist nicht geisteskrank, der gibt ihm ein tödliches Mittel. Das ist die Struktur des 217. Und jetzt die Fälle. Jetzt kommen ein paar Fälle, um das eben deutlicher zu machen. Erstmal der sozusagen Normalfall. Das ist jetzt der Fall, in dem der Gesetzgeber gedacht hat, als er diesen Straftatbestand geschaffen hat. Der Fall lautet wie folgt: Sterbehelfer A verschafft dem Sterbewilligen, der bestimmten Sterbewilligen, regelmäßig einen tödlich wirkenden Stoff, um ihnen die Möglichkeit zum Suizid zu geben. Irgendein tödlich wirkendes Mittel wird von einem Sterbehelfer regelmäßig an Sterbewillige gegeben, mit dem Ziel, ihnen die Möglichkeit zum Suizid zu geben. Erstmal kein Angehöriger, eine beliebige Person, das ist nicht näher qualifiziert. Das kann ein Arzt sein, das kann ein Nicht-Arzt sein, irgendjemand. Ich hätte das Wort Sterbehelfer auch weglassen können. Der Gesetzgeber spricht ja von wer das und das tut, das ist jeder. Ja, jeder. Auch der Angehörige. Für den Angehörigen gilt aber eine Sonderregelung im Absatz 2. Deswegen sollte man den Angehörigen jetzt erstmal hier ausgeführt lassen. Also, der A verschafft Sterbewilligen regelmäßig die tödlich wirkenden Stoffe, die können sich dann nicht suizidieren. Sie erinnern sich, der objektive Tatbestand besteht darin, dass man einem anderen eine Gelegenheit zur Selbsttötung gewährt, verschafft oder vermittelt. In unserem Fall gewährt der A dem anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung durch das Verschreiben oder Übergeben dieses tödlich wirkenden Medikamentes. Er gewährt ihm die Gelegenheit zur Selbsttötung. Tut er das geschäftsmäßig? Geschäftsmäßig tut er es dann, wenn er es regelmäßig tut, wenn er es öfter tut. Im Sachverhalt heißt es extra regelmäßig. Er tut das regelmäßig. Er hat das nicht nur einmal getan, er tut das zweimal oder mehrmal. Also tut das geschäftsmäßig. Damit ist der objektive Tatbestand erfüllt. Ja, er gewährt dem anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung und das tut er geschäftsmäßig. Der objektive Tatbestand ist erfüllt. Er steht mit einem Mal im Gefängnis, ja, sozusagen. Jetzt kommt der subjektive Tatbestand. Im subjektiven Tatbestand muss also das Geschehen spiegeln. Der Täter muss wissen, was er tut. Vorsatz heißt Wissen und Wollen der Tatbestand vermittelt. Der A muss wollen, was er da tut. Wie das heißt? Gut, der Gesetzgeber präzisiert das noch und sagt, der Täter braucht die Absicht, die potenziell zum Tode führende Handlung zu fördern. Also die potenziell zum Tode führende Handlung wäre hier die Einnahme des Giftes. Will unser Sterbehelfer A das fördern? Ja, das wäre. Dann gibt dieses Medikament mit dem Ziel an den anderen, dass der sich damit suizidieren kann. Also er hat die Absicht, die potenziell zum Tode führende Handlung zu fördern. Dieses Element ist gegeben. Und hat er in Bezug auf die Selbsttötung einfachen Vorsatz? Ja. Er rechnet mit der Möglichkeit, dass der andere sich suizidiert und nimmt das billigend in Kauf. Wenn der Gesetzgeber gesagt hätte, er braucht auch Absicht in Bezug auf die Selbsttötung, könnte der A immer argumentieren, ich habe ihm absichtlich den Stoff gegeben, aber ich hatte niemals die Absicht, dass er sich damit tötet. Es kam ja nicht darauf an, dass er sich damit tötet. Das war mir eigentlich ganz egal. Ich wollte ihm nur Sicherheit geben. Ich wollte ihm nur die Möglichkeit geben, sich besser zu fühlen, weil er das Medikament vielleicht im Besitz hat. Der Gesetzgeber hat also ganz gezielt einfach einen Vorsatz ausrechnen lassen. Der Täter muss erkennen, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich suizidiert und das billigend zum Kauf kommt.
Das liegt in unserem Fall vor. Rechtssicherheit ist wohl gegeben. Ja, nach dem Bundesgesetz geht es. Wir haben keine Notwehr, keinen Notstand. Einwilligung, großes Problem, dafür komme ich nicht noch. Und die Schuld liegt auch vor. Und damit wäre der A strafbar. Das ist die Vorstellung des Gesetzgebers. Das sind die Leitfälle, von denen der Gesetzgeber ausgegangen ist. Jetzt kommen die Probleme. Ja? Die Probleme dieses 9217 sind in zwei Bereichen zu verorten. Einmal kann man sagen, dass hier unverhältnismäßig das Recht auf aus Artikel 1 und 2, Recht auf Bestimmung über das eigene Schicksal am Lebensende, eingegriffen wird. Das ist eine Argumentationsschiene. Die trifft auch zu. Und die zweite Argumentationsschiene, der zweite Problembereich ist, dass dieses Gesetz viel mehr erfasst, als der Gesetzgeber glaubt. Es erfasst nämlich weite Bereiche normalen ärztlichen Tuns. Das will ich Ihnen jetzt an weiteren Beispielen mal vorstellen. Jetzt haben wir einen Palliativmediziner. Ja, eben was einen Sterbehelfer. Die Sterbehelfer sind die Bösen. Jetzt haben wir den Guten. Ja, der Gute ist der Palliativmediziner. Der B übergibt seinen Patienten regelmäßig potenziell, nämlich in Überdosen, tödliche Medikamente, um ihnen die Möglichkeit zur Leidlinderung zu Hause zu geben. Also, man könnte denken, ein ganz anderer Fall. Ja, eben haben wir von den Bösen gesprochen, jetzt sprechen wir von den Guten. Jetzt prüfen wir den Fall wieder durch. Der objektive Tatbestand. Der B hat dem anderen durch die Vergabe dieser potenziell tödlichen Medikamente die Gelegenheit zur Selbsttötung gegeben. Ja, diese Stoffe, die der andere bekommen hat, sind Stoffe, die es erlauben, sich zu suizidieren. Diese Gelegenheit hat der B seinem Gegenüber gewährt und er handelt geschäftsmäßig, weil er das regelmäßig tut. Genau wie der A auch. Also wieder ist der objektive Tatbestand erfüllt. Der Unrechtstatbestand ist in beiden Fällen völlig parallel gelagert. Erfüllt. Im subjektiven Tatbestand hat er die Absicht, die potenziell zum Tode führende Handlung eines anderen zu fördern. Ja, er will die Möglichkeit fördern, dass der andere sich Medikamente hinzufügt. Hat er in Bezug auf die Selbsttötung Vorsatz? Das ist jetzt das entscheidende Problem. Man könnte argumentieren, unser B rechnet mit der Möglichkeit, dass sich der andere suizidiert und nimmt das Medikament in Kauf. Was hätte er in die Medikamente nicht mit nach Hause gegeben? Man könnte aber auch argumentieren, er rechnet zwar mit der Möglichkeit, dass der andere sich suizidiert, hofft aber, es wird nochmal gut gehen, hofft aber, er wird sich nicht damit suizidieren. Ja, so würden vielleicht viele Palliativmediziner, die im ambulanten Bereich tätig sind, argumentieren. Das ist aber eine haarfeine Grenze. Und wie wollen Sie das genau feststellen? Das ist alles im psychischen Bereich gelegen, im Kopf des Täters gelegen. Ein Staatsanwalt wird in solchen Fällen, gerade wenn es um Leben und Tod geht, erstmal ermitteln. Und schon das ist für einen Palliativmediziner natürlich eine Katastrophe. Das Gericht wird dann, wenn es großzügig ist, in dubio pro reo, und zwar für den Angeklagten, so entscheiden, dass er sagt, okay, es war noch fahrlässig, vielleicht grob fahrlässig, es war nicht vorsätzlich, dann wäre der 217 nicht erfüllt, dann hätte man möglicherweise eine fahrlässige Tötung. Sie sehen hier, wie nah die beiden Fälle aneinander liegen. Das ist ein haarfeiner Unterschied, der noch dazu rein psychisch belegen ist und psychische Fakten, die Vorsatz und Fahrlässigkeit kann man ganz schwer nachweisen. Das hat der Gesetzgeber nicht erkannt. Also ambulante Palliativmedizin wird auf diese Weise in einen Graubereich gezogen und die Staatsanwaltschaft scheint sich bisher in Deutschland weitgehend zurückgehalten zu haben, weil die abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, aber meines Erachtens spricht sehr viel dafür, dass es wesentlich mehr Verfahren dieser Art geben wird. Es deuten sich einige Fragen an, wenn Sie wollen, bitte schön. Die Wünsche des Todkranken zählen nicht. Doch, die zählen auch. Was haben wir jetzt? Entschuldigung, das habe ich auch nicht aufgepasst. Bitte? Gesetzgeber auch nicht gesehen. In unserem Fall, Fall 2, hier, genau,
scheint es Ihnen und mir auch absolut selbstverständlich zu sein, dass man hier argumentiert, der Patient wollte doch diese Medikamente mit nach Hause nehmen und es geht ihm viel besser. Er braucht es viel humaner, dass er diese Medikamente zu Hause hat. Er hat zugestimmt, die Medikamente überantwortet zu bekommen. Das ist eine Einwilligung. Wenn das eine Einwilligung ist, die normal rechtsfertigend wird, dann werden die Rechtsmittel gegeben. Aber wenn Sie das so sehen, dann müssen Sie Einwilligung auch im ersten Fall annehmen, bei dem Sterbehelfer. Und dann läuft das Gesetz. Deswegen ist es ganz unklar, ob eine Einwilligung hier möglich ist oder nicht. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich würde Ihnen gerne jetzt noch nach der nächsten Frage noch weitere Fälle vorstellen, damit Ihnen das hier klappt, einfach ein bisschen klarer wird. Ziel der Veranstaltung ist, dass Sie nachher so in 15 Minuten den 217 ziemlich gut selber interpretieren können und sehen können, warum der so problematisch ist. Sie haben jetzt schon die Hälfte sozusagen durch. Ein paar Sachen kommen noch, deswegen bitte nicht zu viel fragen. Da hätten wir mal rein. Ich habe noch eine Frage zu dem Geschäftsmäßigkeit. Also Sie haben das übersetzt mit regelmäßig. Ich sehe aber eigentlich den Punkt, ob Gewinnerzielungsabsicht dahinter stand. Ja. Und ich glaube, dieses ist eigentlich zumindest in der Bevölkerung die Mehrheitsmeinung. Wahrscheinlich. Das ist richtig. Das juristische Wort für Gewinnerzielungsabsichtsgetragen ist gewerbsmäßig. Ja. Gewerbsmäßig und geschäftsmäßig. Es gab mehrere Gesetzesvorschläge und in manchen noch das Wort gewerbsmäßig drin. Also der Vorschlag von Frau Lothar Schnarrenberger in der letzten oder vorletzten Legislaturperiode, der beinhaltete das Wort gewerbsmäßig. Gewerbsmäßig handelt, wer sich aus einem regelmäßigen Tun ein Einkommen von nicht unerheblicher Größenordnung verschaffen. Ja, das ist gewerbsmäßig. Geschäftsmäßig ist was anderes. Geschäftsmäßig heißt, man macht es sozusagen geschäftlich. Man kann im Geschäft verdienen, man kann auch nicht verdienen. Ja, also der Professor handelt geschäftsmäßig, wenn er Beamter ist, aber nicht gewerbsmäßig. Ja. Und das Gesetz hat extra das Wort geschäftsmäßig verwendet, um den Tatbestand auszuweiten. Wenn hier gewerbsmäßig stünde, wäre der Tatbestand wesentlich enger. Dann würden Akteure, die nicht auf Gewinnerzielung aus sind, von vornherein nicht runterfallen. Ja, und das ist weitgehend unbestritten. Also diese Begriffe geschäftsmäßig und gewerbsmäßig tauchen im Strafgesetzbuch und vielen anderen Orten auf. Und werden so definiert, wie ich es vorgestellt habe. Sie sind allerdings unscharf. Es gibt Graubereiche. Ja, ist das dann auch nicht gerade scheinheilig, weil in der Argumentation gegenüber der Bevölkerung haben die, glaube ich, die Vertreter dieses Vorschlages immer argumentiert, ja, also wer jetzt damit Gewinn erzielen will, den wollen wir nicht. Aber Sie haben es ja dann am Ende ganz anders formuliert. Das ist zumindest ein, ich würde sagen, ein sehr kluges, praktisch kluges Vorgehen gewesen. Ja, das ist ein Vorgehen gewesen, von dem man erwarten konnte, dass es ein Großteil der Bevölkerung nicht nachvollziehen kann. Übrigens, meiner Ansicht nach, auch ein Großteil der Abgeordneten nicht nachvollziehen kann. Sofern das keine ausgebildeten Juristen sind. Aber jetzt mal weiter zu unserem dritten Fall. Dritter Fall. Also wir sind immer noch auf der Seite der Good Guys, ja, der Guten ist aber ein Hospizmediziner. Hospizmediziner C überlässt, wie es sein Hospiz regelmäßig praktiziert wird, einem Sterbewilligen einen speziell für solche Zwecke verwendeten Raum, in welchem er Sterbewillige infolge Nahrungsverzicht sterben kann, sogenannte Sterbefassen. Natürlich ist das viel komplizierter, das weiß ich. Es geht jetzt nur um die Elemente, die juristisch relevant sind. Also in diesem Hospiz werden Leute, die nicht mehr ernährt werden möchten, in einen eigenen Raum gebracht, werden dort versorgt, gepflegt, aber nicht mehr zwangsweise ernährt und sterben. Ist das relevant unter der Rubrik 217? Der objektive Tatbestand setzt voraus, das Gewähren, Verschaffen oder Vermitteln einer Gelegenheit zur Selbsthilfe. Das Gewähren eines Raumes, das Verschaffen eines Raumes, um sich dort zu Tode zu holen, ist natürlich das Gewähren einer Gelegenheit zur Selbsthilfe. Das steht sogar interessanterweise in der Gesetzesbegründung, dass das zur Verfügung stellen von Räumen das Gewähren einer Gelegenheit zur Selbsthilfe. Handelt der CIB geschäftsmäßig, das Wort regelmäßig, das wird eingebaut. Natürlich ist das geschäftsmäßig. In sämtlichen Bereichen ärztlichen Tuns haben wir in der Regel regelmäßiges und damit geschäftsmäßiges Handeln. Ein Hospiz wird nicht nur einmal etwas tun, sondern immer wieder, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Und Ärzte werden es auch immer wieder tun, weil sie von ihrem Wissen her gezwungen sind, Krankheitsfälle gleich zu behandeln. Also das Wort geschäftsmäßig bedeutet keine wesentliche Einschränkung.
Also auch in diesem schnellgefassten Fall ist der objektive Tatbestand erfüllt. Kann man kaum anders sehen. Subjektiv, der subjektive Tatbestand. Der Täter, C, unser Hospizmediziner, muss die Absicht haben, eine potenziell zum Tode führende Handlung eines anderen zu fördern. Das hat er. Ja? Potenziell zum Tode führende Handlung ist das Fasten. Und das will er fördern, indem er dem anderen diesen Raum zur Verfügung stellt. Und er braucht den einfachen Vorsatz in Bezug auf die Selbsttötung. Er muss damit rechnen und es billigend in Kauf nehmen, dass der andere sich zuzieht. Das ist hier natürlich auch gegeben. Hier ist sogar noch mehr gegeben als im letzten Fall. Hier haben wir sogar höchstwahrscheinlich Wissenslichkeit. Er weiß sicher, der andere wird sich in diesem Raum der subjektive Tatbestand ist ganz eindeutig gegeben. Rechtswidrigkeit liegt vor, es sei denn, man folgt dem Cogens Argument, Einwilligung, ja, Schuld liegt auch vor. Das heißt, dieser Fall wird auch erfasst. Dieser Fall des Sterbefassens wird eleganter erfasst, eindeutiger erfasst, als der Fall der Vergabe hoher Dosen potenziell tödlicher Schmerzmittel, in unserem Fall mit dem ambulanten Palliativmedizin. Bei diesem ambulanten Palliativmediziner hat aber noch so ein bisschen ein Problem, ob er einen Suizid akzeptiert. Oder ob der bloß fahrlässig handelt in Bezug auf den Suizid. Hier beim Sterbefassen liegt ganz eindeutig Vorsatz vor in Bezug auf den Suizid des Patienten. Der Patient will sich zu Tode machen. Das weiß der Hospizmedizin. Deswegen ist auch in unserem Fall 3 der 217 erfüllt. Da war noch eine Frage. Ich habe ausdrücklich in meiner Patientenverfügung festgelegt, dass ich nicht zwangsvermehrt werden will, weder durch Infusion noch durch die PEG. Wer will mich denn zwingen? Ich brauche dazu keinen extra Raum. Ich bestimme das so und dann soll das nicht mehr gemacht werden. Das ist jetzt eine Frage, die sich auf die Patientenverfügung bezieht. Und dann würde ich das Votum von Frau Neumann ernst nehmen, das auf den zweiten Teil der Verantwortung der Veranstaltung zu verschieben. Aber es ist eine wichtige Frage. Gehen Sie einfach um meinen Fall. Natürlich kann man so einen Sterbefasten auch ohne zur Verfügung stellen von Räumen durchführen, indem man die Leute in einem größeren Raum beieinander nimmt. Das ändert aber an dem Problem nichts. Man kann das Bett zur Verfügung stellen oder sonst wie die Möglichkeit zur Verfügung stellen, indem man einfach hingeht und den Mund abtupft. Ja, das ist schon alles, das sind alles das Gewehr oder eine Möglichkeit zum Suizid. Alleine, wenn man es zulässt, dass im Hospiz jemand sich zu Tode hungert, hat man dem anderen die Möglichkeit verschafft, sich zu suizidieren. Ja. Jetzt haben wir viele Fragen. Vielleicht, dass es nicht so sich verzettert durcheinander kommt, würde ich den letzten Fall auch noch durchmachen. Der letzte kann auch interessant. Und dann gebe ich noch mal hin, weil wir dann darüber diskutieren. Ich finde das aber schön, dass Sie so mitgehen und offenbar ist jetzt noch ein gewisses Verständnis des Gesetzes auch deutlich geworden. Ich habe jetzt nochmal einen Fall mitgebracht, den ich nochmal in dieser Struktur behandeln möchte. So, ich hoffe, dass er kommt. Genau. Beispiel 4. Wie 3 gegeben, was gibt es denn mit 10? Aber jetzt ist der 10, das ist besonders schön, gleichzeitig auch Angehöriger eines Sterbefalls. Ja, er ist ein Bund gehalten, ein Bett gehalten in einem. Ja, tagsüber ist er nett und abends ist er schlecht böse. Was geht jetzt? Sieht irgendwas anderes? Also, Sie sehen das offenbar. Was der, ob der jetzt Mitglied eines Sterbehilfevereins ist oder Mitglied eines Hospizvereins ist, macht vom Tatbestand her überhaupt keinen Unterschied, weil das Gesetz nur davon spricht, wer das und das tut. Also die nähere Qualifikation des Täters ist für die Tatbestandsmäßigkeit völlig gleichgültig. Das heißt auch hier natürlich Strafverdacht. Also die Hospiz- und Sterbehilfe werden völlig gleich behandelt bei diesem Gesetz. Und jetzt? Zusammenfassend, genau. Das Kernproblem, das jetzt vielleicht deutlich geworden ist, A, B und C, diese Sterbehelfer, Palliativmediziner, Hospizärzte, handeln strukturell völlig gleich. Unter der Perspektive des 217 handeln die völlig gleich, es gibt ja keinen Unterschied. Deswegen fällt wohl das Handeln von Hospiz- und Palliativmediziner, wenn ich das Tatbestandsmerkmal so erfüllt, wie ich das dargestellt habe, ebenfalls unter den 217. Das hat der Gesetzgeber nicht gesehen. Das Gesetz greift sehr weit raus und erfasst einen Großteil dessen, was heute im Hospiz- und Palliativbereich unter der Überschrift Sterbefasten oder ambulante Palliativmedizin praktiziert wird. Jetzt noch ein paar weiterführende Probleme, Zusatzprobleme. Das habe ich jetzt mal gedrückt. Vielleicht können Sie es mal zurückmachen. Es gibt noch einige weitere Probleme, die sich beziehen.
fokussieren auf die Beihilfe, ganz kurz. So. Jetzt. Was ist das? Das kommt nicht. Jetzt. Also das. D. D ist jetzt Arzt, Pfleger, Rechtsanwalt, Buchautor, Professor. Informiert zunächst den X und dann den Y über die Sterbehilfeangebote von Dignitas in Zürich. Strafbarkeit dazu sitzen. Das habe ich das nicht mehr so ausführlich dargestellt, was ich in der Tat kenne. Gewährt, verschafft oder vermittelt er ihm dem anderen die Möglichkeit der Selbsttätigung? Er gewährt ein bisschen über die Möglichkeit eines Suizids. Das könnte man bei einer extensiven Gesetzesinterpretation darunter fassen. Das Gewähren einer Möglichkeit durch Information, ja, einer Möglichkeit zur Selbsttätigung. Das ist natürlich wieder geschäftsmäßig, weil das regelmäßig ist. Der Arzt erzählt das immer, der Professor erzählt das regelmäßig den Leuten, die zu ihm kommen. Der subjektive Tatbestand ist auch erfüllt. Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. Man könnte also auf den D kommen, auf den D unter 217 zu bestrafen. Das ist ganz klar möglich. Das ist also wirklich ein Fehler des Gesetzes, dass solche Fälle an das Gesetz zu mitfinden können. Jetzt noch zwei Beispiele zum Absatz 2. Beihilfe. Vielleicht erstmal auch hier wieder abstrakt, was heißt Beihilfe? Beihilfe bedeutet, man unterstützt irgendeine Hauttat. Der A verprügelt B und der C gibt dem A ein Flügel, hilft ihm dabei. Also man unterstützt eine fremde Tat. Der A stiehlt und der B hilft ihm dabei. Das ist Beihilfe, man unterstützt eine fremde Tat. Jetzt folgender Fall, Taxifahrer E fährt regelmäßig Sterbehilfe aus dem Großraum Stuttgart zur Dignitas nach Zürich, eine Stunde oder zwei, hat er sich nach 217-27, also Beihilfe zu 217 strafbar gemacht. Antwort? Wahrscheinlich ja. Der 217 wird in Zürich erfüllt, wird nach deutschem Strafrecht erfüllt, ist zwar in der Schweiz nicht strafbar, nach deutschem Strafrecht ist es aber strafbar. Die Haupttat liegt vor und durch das Hinfahren hat der Taxifahrer E den Aktivisten von Dignitas geholfen, diese Tat zu begehen. Das ist eine Beihilfe. Hat denen das Opfer gebracht, ja, sozusagen. Also 217-27 erfüllt. Können wir jetzt viel ausführlicher machen, aber ich mache das ganz kurz. Und jetzt ein bisschen was mit diesen Angehörigen. Sohn F. begleitet seinen suizidwilligen Vater zu Dignitas. Er ist bereit, dasselbe auch für seine Mutter zu tun. Strafbarkeit nach 217-27. Strukturell, derselbe Fall wie beim Taxifahrer. Er fährt, begleitet das Tatopfer zum Ort des Suizids. Das ist eine Beihilfe zum 217. Der 217.2 nimmt Angehörige aus, also grundsätzlich wäre der Sohn nicht erfasst, aber er nimmt die Angehörigen nicht aus, wenn die Angehörigen nicht geschäftsmäßig handeln. Handelt der Sohn vielleicht geschäftsmäßig? In der Gesetzesbegründung steht, dass man geschäftsmäßig schon dann handelt, wenn man mehr als einmal die Tat verwirklicht. Und hier hält sich der Sohn vor, dasselbe, nämlich diese Begleitungsleistung auch für seine Mutter durchzuführen. Das heißt, nach der Gesetzesbegründung ist das geschäftsmäßig. Das heißt, ihm kommt das Angehörigenprivileg nicht zugute. Das heißt, er ist auch strafbar. Das ist merkwürdig. Ja. Das ist sehr weitgehend und mit Sicherheit so nicht intendiert. Also, man kann sagen, das Gesetz ist insgesamt, das würde ich genau sagen, ist zu weit geraten. Ja. Das Problem ist, wenn er seinen Vater begleitet, ja, dann ist er nicht strafbar, wenn er daraus auch seine Hilfe Folge. Ja. Ja. Wenn er den Vater begleitet, wenn er das nur einmal macht, dann ist es nicht geschäftsmäßig. Ja. Was man einmal macht, ist nicht geschäftsmäßig. Man darf einmal helfen. Aber ein Kind wird normalerweise sagen, ich helfe auch meinem Vater geholfen, ich helfe meiner Mutter auch. Und hat das also auch wenn es faktisch nicht zum zweiten Mal kommt, allein der Wille, ein zweites Mal zu helfen, reicht nach der Gesetzesbegründung schon aus. Es geht um die Gesetzesbegründung drin, wenn man einmal etwas tut. Und sich dabei vorbehält, es ein zweites oder drittes Mal zu tun, handelt man geschäftsmäßig. Das heißt, unser Täter würde hier geschäftsmäßig handeln. Wenn er geschäftsmäßig handelt, kommt ihm das Angehörigenprivileg in Absatz 2 nicht zugute, dann wäre er strafbar. Das ist sehr weitgehend. Ja. Man kann dann noch, man könnte versuchen, bei der Schuld Abstriche zu machen. Er steht unter enormem Motivationsdruck, ist ein Eltern, er hat eine Schuldhaft, aber es bleibt dann bei der Tatbestandsmäßig und der zügigen Haupttat. Also, Sie haben, glaube ich, erkannt, der Gesetzeswortlaut ist zu weit. Er erfasst Verhaltensweisen, die ganz erster Meinung grundrechtlich geschützt sind. Ja, man darf Sterbefasten. Man darf auch Sterbefasten unterstützen. Das ist verfassungsrechtlich weitestgehend, würde ich sagen, unbestritten. Wir müssen also dieses
Gesetz so sitzen, dass zu weit geraten ist, ihn wieder ganz verwerfen und immer sagen, das stößt gegen die Verfassung, das ist nicht verfassungskonform, das ist verfassungswidrig. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, man versucht es verfassungskonform auszulegen, also so restriktiv zu interpretieren, dass diese Verstöße gegen die Verfassung, gegen die Vorgaben nicht mehr vorkommen. Das ist der Weg, den man normalerweise einsteckt bei zu weit geratenen Gesetzen. Es gibt so ein paar Gesetze im Strafgesetzbuch, die zu weit geraten sind. Es sind insbesondere solche Gesetze, die sehr alt sind, noch aus dem Jahr 1871 stammen, als das Strafgesetzbuch geschaffen wurde, und die dann 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat, einschränkend ausgelegt werden mussten. Also bei der Brandstiftung zum Beispiel. Aber es gibt noch andere Beispiele. Man könnte also jetzt überlegen, ob man den 2017 einschränkend interpretiert, so interpretiert, dass er wirklich nur die Bösen erfasst, in Anführungszeichen, die Bösen, die wirklich so böse sind, weiß ich nicht, will ich mal offen lassen, aber jedenfalls nicht der Gesetzgeber im Auge hat und die anderen nicht. Ein erster Ansatzpunkt wäre, einen Suizidbegriff einzusetzen und zu sagen, etwa nur aktive Suizidhandlungen sind erfasst. Der Gesetzgeber war wohl der Meinung, er hatte also Gelegenheit mit Kollegen von der Gegenseite zu sprechen, nach der Beratung, die waren wohl der Meinung, es geht hier nur um Fälle, wo sich jemand aktiv suizidiert, zum Beispiel durch Schlucken irgendwelcher tödlicher Stoffe oder Schlucken von Gift. Also jemand tötet sich aktiv. Wenn man das so sieht, dann wird das Sterbefasten ausfallen. Man könnte argumentieren, beim Sterbefasten nimmt man nichts aktiv ein, sondern man lässt die Sachen einfach geschehen. Verweigert Nahrung, unterlässt Nahrungsaufnahme, das ist ein Suizid durch Unterlassung, durch passives Verhalten. Wäre möglich. Ja? Also man könnte argumentieren, Sterbefasten ist nicht als Suizid zu qualifizieren. Das ist aber sehr nahrlich. Ja? Wenn jemand darauf verzichtet, Medikamente weiterzunehmen, mit dem Ziel, sich zu töten, ist es eigentlich klarerweise Suizid nach Herzschlag. Und wenn man darauf verzichtet, sich zu ernähren, weiter zu ernähren, ist es auch Suizid. Jedes Verhalten, mit dem man sich gezielt zu Tode bringt, ist eigentlich Suizid. Es gibt im Versicherungsrecht eine Klausel, dass man Lebensversicherungen nicht ausbezahlt bekommt. Und dann ist es genau sagen, Angehörige bekommen Lebensversicherungen nicht ausbezahlt, wenn sich der Versicherte suizidiert hat. Also soll jemand quasi Angehörigen Mittel verschaffen können, indem man eine Versicherung abschließt und sich kurz danach suizidiert. Und unter diesem Paragraphen ist es völlig umständlich, dass man sich auch durch Unterlassen suizidieren kann. Ja, also im Versicherungsrecht ist es völlig umständlich, dass Suizid durch Unterlassen möglich ist. In der Altersprache ist es auch umständlich. Es spricht dagegen, hier bei 2017 eine letzte Beschränkung durchzuführen auf aktive Suizide. Immerhin, man könnte es versuchen, das wäre ein Ansatz. Zweiter Ansatz. Man könnte versuchen, die Unterschiede zu sehen zwischen Sterbehilfevereinigungen auf der einen Seite, Hospizen und Palliativstationen auf der anderen Seite. Also die einen reinzunehmen, das Gesetz die anderen nicht. Das Problem bei der Interpretation ist natürlich, dass das Gesetzeswort das überhaupt nicht ergibt. Das Gesetz spricht nur von Wehr, ohne näher zu qualifizieren, welche Besonderheit dieser Wehr aufzeigen muss. Außerdem hätten es natürlich Sterbehilfevereinigungen jederzeit in der Hand, selber ein Hospiz zu finden. Greift die Abgrenzung nicht mehr ein. Also auch das ist kein Weg, der wirklich überzeugend ist. Bei Einzelpersonen versagt er sowieso. Manche Ärzte sind als Sterbehelfer tätig, andere Ärzte sind im Hospizbereich tätig, streng genommen auch als Sterbehelfer. Das ist gar kein qualitativer Unterschied. Auf dem Weg kann man also keine Abgrenzung erreichen. Der Gesetzgeber war der Meinung, es über die Geschäftsmäßigkeit machen zu können. Diesen Weg hat bereits der wissenschaftliche Dienst des Bundestages widersprochen und gesagt, dass Wort geschäftsmäßig erfasst natürlich auch Aktivisten in der Hospiz- und Palliativmedizin. Das Wort geschäftsmäßig ist ganz weit. Geschäftsmäßig kann auch ich, wenn ich regelmäßig Vorträge halte, ein regelmäßig geschäftsmäßig Vortrag, geschäftsmäßig tätiger Prediger, Professor und so weiter. Also geschäftsmäßig reicht strafrechtlich nur, auf Regelmäßigkeit hin angelegt, immer wieder etwas tun. Das ist geschäftsmäßig. Damit kann man nicht sagen. Vorsatz. Man könnte immer versuchen, beim Vorsatz anzusetzen, weil der Täter, das 2017 hat gar nicht den Vorsatz, dass der andere sich zu Tode bringt. Der Weg funktioniert zum Teil bei der ambulanten Palliativmedizin, indem man argumentiert, die Ärzte, die hohe Dosen von Schmerzmitteln mit nach Hause geben, dass sie sich vielleicht sogar unterscheiden, dass der andere sich nicht suizidieren wird. Wenn dann das noch tut, dann ist es nur fahrlässig. Wäre ein Weg, wie man in solchen Fällen sehr großzügig immer den Vorsatz verleiht. Beim Sterbefasten funktioniert das nicht. Beim Sterbefasten hat der Akteur, der die Möglichkeit zum Sterbefasten gewährt, immer einfach einen Vorsatz in Bezug auf den Tod des anderen. Er weiß genau, der Patient will sterben. Deswegen nimmt er die Nahrung nicht mehr zu sich. Also
Auffassungsvermögen, den Vorsatz nicht ausnehmen. Und dann die Einwilligung, was Sie sagten, ja, was Sie schon angesprochen haben. Einwilligung heißt normalerweise, der Rechtsgutsinhaber, also hier der Patient, verfügt fallverantwortlich über sein Rechtsgut und sagt, ich bin bereit zu sterben, oder ich bin bereit, mein Eigentum zu verlieren, ich bin bereit, am Körper verletzt zu werden. So eine Einwilligung geht normalerweise ohne weiteres. Ein Problem hier ist, streng genommen sind Einwilligungen in die eigene Lebensvernichtung nicht möglich. Das folgt aus Artikel 16, dass die Tötung auf Verlangen, das eigene Leben ist dem Rechtsgutsinhaber nicht übertragen. Der 217 ist aber, da steht auch unter der Gesetzesbegründung, kein Verletzungsdelikt, sondern abstraktes Gefährdungsdelikt. Und was der Betroffene einwilligen muss, ist eigentlich nur die Gefährdung seines Lebens. Und in die Gefährdung von Leben kann man einwilligen. Zum Beispiel kann man Risikosportarten durchführen und dann einwilligen, dass das Leben gefährdet wird. Bungee-Springen, ja, oder Sie können einwilligen in lebensgefährliche Operationen. Das wird wirksam einwilligen, auch wenn die Lebensgefahr besteht. Also eigentlich wäre eine Einwilligung denkbar. Das große Problem bei der Einwilligungslösung ist, wenn eine Einwilligung möglich ist, dass die Einwilligung auch in unserem ersten Fall nicht. Ja, bei dem Sterbefall im strengen Sinn, dann könnte der auch argumentieren, ja, der Patient hat ja eingewilligt. Minelli lässt zurzeit die Sterbebedingungen unterschreiben, dass sie zustimmen, das, was passiert. Der Widersinn ist in dem nur die Einwilligung. Das kann man machen, das kann man versuchen, aber der Einwilligungsweg führt den 217 ad absurdum. Weitere einschränkende Auslegungen sind mir bisher nicht eingefallen. Auch anderen Kollegen sind nicht mehr einschränkende Regelungen, Interpretationen eingefallen. Wenn es jetzt zutrifft, dass wir alle nichts taugen, dann wäre der Weg einer verfassungskonformen restriktiven Interpretation nicht gangbar und dann wäre das Gesetz verfassungswidrig. Vielleicht finden die Verfassungsrichter aber eine Möglichkeit, das Gesetz doch so zu interpretieren, dass man es nicht auf große Teile der Palliativmedizin anwenden muss, also finden irgendwie eine sinnvolle restriktive Interpretation. Es ist nicht auszuschließen, dass gesagt wird, über die Geschäftsmäßigkeit soll das versucht werden. Da muss man sehen, ja, ob es der Rechtsprechung und den Rechtswissenschaftlern gelingt, eine entsprechende restriktive Interpretation zu finden. Das war jetzt ein Überblick, ich gebe zu, ein sehr schneller Überblick über die Dogmatik des 217. Ich habe meine Zeit vermutlich ein bisschen überzogen, das hat aber nicht in diesem Fall. Wir alle gut waren und ich würde sagen, dass wir jetzt aufhören können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für die Frage.